Holz ist für mich mein Arbeitsmedium. Und beim Holz habe ich das Gefühl, dass es noch lange nicht erschöpft. Also gerade dadurch, dass ich in verschiedene Dimensionen gehe, von winzig bis riesig, in die Fläche gehe. Das ist einfach so ein großes, so ein weites Feld. Das fühlt sich so an, wie wenn es mich noch lange nicht langweilt. Ich reiz schon seit sehr langer Zeit ein Phänomen, und zwar, wenn man beim ersten optischen Eindruck viel Masse sieht und den Eindruck hat, das Ding ist schwer, das hat richtig Gewicht, da möchte ich das leicht machen. Das war schon immer so, ich weiß nicht warum. Also ich habe schon immer den Drang gehabt, dass dieser Eindruck der Voluminosität, dieser Schwere erhalten bleibt. Aber bei näherer Betrachtung sieht man, das ist filigran, das ist leicht, das ist hohl. Und das ist momentan gerade das, was mich auch sehr, sehr kickt. Und deswegen höhle ich gerade eine ganze Menge aus. Irgendwann ist man angenervt von dem Kettensägenarbeiten. Und da zieht es mich regelrecht dann zu kleinen filigranen Fräsarbeiten. Und irgendwann ist man davon angenervt. Das hat ganz banale Gründe. Manchmal sitzt man so da irgendwie ewig und stiert in ein, zwei Quadratzentimeter rein und fummelt und macht und tut, und irgendwann merkt man, oh, der Rücken ist steif geworden. Und wenn das der Fall ist, dann schreit alles danach, dass man wieder eine Kettensäge in die Hand nimmt und dass man irgendwie hochklettert und das so richtig brachial rummacht. Was für das Material Holz spricht, ich habe festgestellt, ich habe Macht übers Holz. Nur mehr Holz. Aber wenn ich so ein Objekt anschaue, oder auch den Rohling anschaue, dann bewegt sich das durch meine Gedankenkraft. Hat den Vorteil, dass ich die Kettensäge nicht mehr so oft brauche. Dieses mit nichts kommen, ganz viel schaffen, mit minimalem Aufwand, mit minimalem Werkzeug und dann wieder gehen, und außer Schönheit keine Spuren hinterlassen. Finde ich klasse.